Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem etwas größeren Haul-Video für den Juni. Und wir starten gleich mit ein paar Sachen, die ich bereits trage. Und zwar ist das dieses hübsche T-Shirt mit der Sonne und dem Mondkreislauf. Diese wunderschöne Kette von Kilster. Dann trage ich dazu diese wunderschöne schwarze Shorts und diese Sandalen. Ich versuche sie mal etwas besser zu zeigen. Das sind die Sandalen. Und dann machen wir gleich weiter mit meinen anderen Sachen, die ich in diesem Monat gekauft habe. Und zwar wären das diese wunderschönen schwarzen Stulpen mit Schnürung von Dark in Love. Übrigens, das T-Shirt und die Shorts sind aus dem New Yorker. Die Stulpen von Dark in Love. Dann habe ich dieses wunderschöne Kleid mit Spitze. Auch hier. Es wird am Rücken mit einem Reißverschluss geschlossen. Auch am Ärmel hat es Spitze und hier diese wunderschönen, weit fließenden Ärmel. Das Kleid ist von Kilster. So, da mir mein Kleid für die Hochzeit, was ich eigentlich bei Amazon bestellt hatte, leider nicht passt, habe ich mir noch ein anderes gekauft. Und zwar dieses hier mit einer dazu passenden Stola. Raffung im Vordergrund. Es hat diesen hübschen Unterrock hier und am Rücken eine Schnürung. Dann habe ich mir noch einen zweiten Reifrock gegönnt, und zwar diesen hier, ebenfalls von Amazon. Ich habe eigentlich einen gesucht, der etwas kleiner ist im Umfang als mein erster. Aber leider sind beide gleich groß. Es macht jetzt nicht so großartig viel aus. So, jetzt machen wir weiter mit meinem Wikinger-Outfit. Das hat sich jetzt, so gut es geht, komplettiert mit diesem Lederkorsett und dieser schwarzen, Mittelalterbluse mit vorne diesem der Schnürung und diesen Lederabschlüssen an den Ärmeln, ebenfalls mit Schnürung. Das Korsett ist vorne und hinten zu schnüren. Und hat auch an den Trägern kleine Schnüre. So.
Das ist mein Wikinger-Outfit. Dann kommen wir zu, den habt ihr ja schon gesehen, diesen Rabenschädel. Dann habe ich ein wunderschönes Krönchen von Cat Luna's Coven. Hier diese wunderschöne Geweihkrone in Bronzefarben. Und dieser Rabenschädel, den werde ich hier unten dran befestigen. Ich habe mir außerdem neue Haarperlen bestellt. Diese hier kennt ihr ja schon. Und jetzt habe ich mir noch solche spiralförmigen mit Wolfsköpfen bestellt. Ebenfalls 4 Stück. Oder nein, es sind Drachen. Es sind Drachenköpfe. Die kamen in diesem wunderschönen Jute-Säckchen. Und außerdem diese Haarperlen hier. Sind jetzt in der Box schwer zu zeigen. Aber so sehen die aus. Runen und verzierte Perlen und ja, auch spiralförmige Perlen sind dabei. So, jetzt machen wir weiter mit einem wunderschönen Bolero. Und zwar dieser hier, der ist ebenfalls von Dark in Love. Der hat diese wunderschöne Schnalle hier vorne zum Verschließen. Ist komplett aus Spitze und hat diese schönen weit fallenden Ärmel. Das war mein Bolero. Dann hat mir ein Instagram-Account namens Black Wings dieses wunderschöne Halsband hergestellt mit diesem Fledermausanhänger, dem roten Stein und dem schwarzen Pendel und mit Kettchen in schwarz-lila. Bei meiner Shoppingtour habe ich mir noch diese neue Halskette von Restyle gegönnt. Mit dem Käfig, mit dem Vogelkäfig. Kann auch als Brosche getragen werden. Dieses wunderschöne Armband gehört ebenfalls zu meinem Wikinger-Outfit mit Drachenköpfen. Und es ist verdreht. Ebenfalls zu meinem Wikinger-Outfit gehört dieser Lederrock mit diesen Lederriemen. Der wird über dem Leinenrock getragen und lässt sich mit diesen Druckknöpfen hier verschließen. Leider gab es ihn nicht in Braun, aber in Schwarz geht's auch. So, dann habe ich mir dieses hübsche Schulterteil
noch gegönnt für mein Beginner-Outfit. Dazu gehört diese Armstulpe. Dieses Teil wird so über dem Handrücken getragen. So, zu meinem letzten Teil für das Wikinger-Outfit hätte ich hier noch diese Rabenschädel-Ohrringe. Das sind Ohrhänger. Die Sachen fürs Wikinger-Outfit habe ich alle bei Amazon bestellt. So, jetzt kommen wir zu meiner neuen Sonnenbrille. Das wäre diese hier von Kilstar mit den Monden. Dann habe ich mir noch einen neuen Schlafanzug gegönnt mit schwarz mit weißen Punkten und diese süßen kleinen Schleifchen. Das ist die Hose und das hier wäre dann das Oberteil mit Spitze an den Abschlüssen. Ich habe mir außerdem noch ein neues Bettlaken bestellt. Dasselbe habe ich auch in Schwarz. Das wäre das Bettlaken. Meine neue Handtasche ist ebenfalls von Kilstar. Das wäre diese hier. In Sargform mit wunderschönen samtigen Rosen. In Lila. Man kann sie an den Henkeln tragen oder auch umhängen. Auf der Rückseite sieht sie so aus. So, dann habe ich mir für meine Handtaschen noch einen Haken gekauft. Und zwar diesen hier mit Geweihhängern. Eigentlich habe ich gedacht, er wäre vielleicht ein bisschen kleiner, aber das geht so schon. Ich bin zufrieden mit der Größe. Leider kann ich ihn hier im Schlafzimmer nirgendwo anbringen, deswegen werde ich meine Taschen im Keller aufhängen. Außerdem musste neue Sportkleidung her, da ich auch ins Fitnessstudio gehe. Und da habe ich mir diese wunderschöne Sportleggings gekauft bei Hunke Möller. Und dieses Funktionsshirt mit durchsichtigen Ärmeln und diesem schönen Rückenausschnitt hier. Das sind meine Sportsachen, meine neuen. Und da mein Handarbeitsherz natürlich auch nie aufhört zu schlagen, habe ich neue Garne gekauft zum Häkeln. Und zwar wäre das einmal zwei Knäule von diesem hier. Es ist ein Glitzergarn, was man jetzt leider hier im Bild nicht so gut erkennen kann. Dann noch zwei von diesem hier. Hier kann man erkennen, dass es ein Glitzergarn ist.
Und zu guter Letzt noch von diesem hier. Das ist auch ein Glitzergarn. Zwei Knäule. Die Garne habe ich aus dem Teddy. So, das war mein Haul für den Juni. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns in meinen nächsten Videos wieder. Bis dahin noch eine schöne Zeit. Ciao!